So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal den Weg frei. Wir können versuchen, hier die Brücke wieder zu bauen. Was 100 Pro auch wieder schief geht, das sehe ich jetzt noch kommen. Nein! Was soll das denn? Wir wollten mich verkackeiern. Was ist das Ding denn da? Ach du je. Die Stacheln habe ich auch noch gar nicht gesehen. Welcher Fabrikbauer bringt tödliche Stacheln an den Wänden an? Wenn man sich nur festhalten könnte, der Schildermacher. Der Schildermaler hängt wie eine Spinne über dem Feuer. Och nö. Das, ist natürlich jetzt voll kacke. Also nochmal von vorne. Also hier einer hin, da einer hin. Zack. Wenn das nicht so rippen würde und die ganzen Dinger nicht hier rumwuseln würden, dann wäre das halb so schlimm. Komm her. Also einmal. Jetzt müsste der noch wegkommen. So. Einmal dahin, einmal dahin. Nee. Weg. So. Falsch. So und so. Nochmal. Und auch nö. Also wirklich die Fliege, die muss ich irgendwie um die Ecke bringen, ey. Nochmal hängen wir ein bisschen zu hoch. Aber warum? Kann ich irgendwie noch mit strecken? Zum Beispiel den hier. Okay, ich kann die noch ein bisschen auseinander strecken. Alter, da war ich wieder zu flott. Kann ich das jetzt auch schon so machen? Das heißt, es blockt theoretisch den hier raus und hab direkt danach noch einen. Der nicht. So und so. Ich kann den raushoppen. Dann noch den hier. Boah, Fliege, ey. Hau ab. Kann aber noch nicht alles gewesen sein hier. Genau. So. Nee. Ach, der hängt schon optimal. Okay, dann einmal zünden. Ah, das wird länger. Verdammt. Müsste ja auch jetzt wieder hochgehen, leicht. Ja.
Und wuff. So, jetzt habe ich natürlich die Idee, ich klemme die hier erstmal ein. Ganz doof gedacht. Jetzt kann das sich eigentlich nicht mehr so daraus drehen. Es biegt sich aber ganz echt so bedenklich. Das rutscht mir jetzt auch noch hier raus, ne? Kannst du mir jetzt echt nicht erzählen. Wird ja gerade noch knapp. Na. Das ist Millimeterarbeit, aber es klappt. Zwei mehr als muss. Sieht total schlimm aus. Geht sogar noch in die Brüche, aber ist mir jetzt sowas von egal. Und weiter geht's. Oder auch nicht. Ja. Okay, bevor ich jetzt diese Brücke mit den Totenköpfen nochmal probiere, mache ich eine kleine Pause, rauch eine und sag bis später. So, da sind wir wieder zurück und versuchen uns nochmal am Brückenbau. Ha, herrliches Level. Aber ich glaube, ich habe sogar noch eine Idee dafür. Das muss ich jetzt einfach mal testen. Und zwar... mal richtig verschwenderisch. So. Das wird jetzt mega stressig. Holen wir uns den erstmal hier rüber. Jetzt geht der einfach stiften. Schädelchen, bleib mal hier. Oh, kannst mich vermisst. So. Und zwar machen wir die ganze Kiste jetzt ein bisschen anders. Ich hoffe, das klappt jetzt so. Aha. Ah, das hält sogar. Das ist ja genial. Okay, probieren wir weiter. Noch 10 Meter. Ich glaube, da hole ich mir lieber noch ein Schädelchen. Ich muss halt dafür sorgen, dass alle Gubelle hinten sind. Bevor mir da die Verbindung abbricht, weil dann habe ich wirklich ein Problem. Okay, ganz hinten hängen gar keine. Ah, jetzt habe ich so eine Hängebrücke. Cool. Okay. Arbeiten wir uns mal einfach hier über den Berg drum. Ja, das klappt. Uiuiui, das wird mir hier zu eng. Jetzt mache ich da hinten natürlich voll kaputt. Oh ne. Nein. Na. Okay, das war zu knapp. Neuer Versuch. Da sind mir zu viele verreckt. Aber es sah schon nicht schlecht aus. Hm.
Warum müssen jetzt alle hier rumeiern? Okay. So, einer eiert schon auf den Linien rum, das will ich aber auch nicht. Kommen sie nur so schlecht da dran. Probieren wir so. Nö. Und ziehen das damit runter. Das reißt mir gleich einfach kaputt. Und dann wartet. Gut. Ach, ich kann auch direkt so machen. Das ist natürlich genial. Weil ich muss ja sowieso nur 8 Bälle hier aus dem Level rausschaffen. Und dann ist ja egal. Nee. Nein. Du bleibst schön da. So. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass das gerade mal eine Minute hält. Hui! Ach, da ist noch einer. Okay. Also schon erledigt. Da kriegen wir sogar noch mehr gerettet. Ist zwar hier ein bisschen kaputt, aber ich habe keinen zurückgelassen. 23 von 8 gesammelt. Optimal. Weiter geht's. Okay, oben kann ich trotzdem nicht weiter, dann muss ich mich hier noch umarbeiten. Gut. Und das dritte Rad. Hey, sieh mal dort. Epische Mucke. Was ist das? Okay. Ziel ist da. Da ist ein Gang. Vielleicht kann ich weiter nach oben gucken. Lesen wir erstmal Schild. Eine Furcht. Eine furchtbar neue Art von Gubeln. Die schlimmste von allen. Sie sind sehr selten und deshalb recht einsam. Ich habe online gelesen, dass sie, wenn sie sich mit anderen Gubeln verbinden, Dutzende von Liebesstacheln ausstoßen, die an fast jeder Oberfläche haften. Und haften bleiben. Und die anderen Gubeln vermeiden den Augenkontakt. Das schöne Maler. Okay. Den kann ich auch wieder abnehmen. Ja. Okay, von vorne. Probieren wir halt so. Ah, okay. Neues Schild. Keiner ist zurückgeblieben. Ja, was machen wir mit denen? Die holen wir auch einfach mal mit. Wahrscheinlich wegen denen hier noch. Okay. Lesen wir erstmal das Schild.
Die schönsten sind immer gefährlich. Die Stacheln sind voll Hass und Gift, der tödliche Schildermacher. Okay. Bleiben die Schädel denn dann? Aber die bleiben nicht daran kleben. Das heißt, ich müsste das irgendwie so basteln und dann. Nee. Das gibt Tote. Ah, ne. Dass ich die als Stützbeinchen nehme und dazwischen noch die komische Sonne hier baller. Das wäre noch eine Idee. Ach du je. Ne, das ist schon wieder verkackt. Ah. Da muss ich das auch wieder wegnehmen. Das muss aber gleich ganz schön schnell gehen. Nein! Oh mein Gott! Also muss ich. Ach du je, ich muss es wahrscheinlich auf den Steinen noch platzieren. Okay. Hart. Wo ist die Sonne? Da ist die Sonne. Basteln wir uns hier wieder hoch. Ach, und die hält da jetzt mal einfach so nicht. Und will auch nicht halten. Jetzt aber. Ich muss ganz dran pappen. Okay. Muss ich mir jetzt in einer Runde erstmal die Schädel mitholen? Ach du je. Dann mache ich das mal ein bisschen kompakter hier. Ui. Kann ich die Schädel theoretisch da so dran packen. Und dann muss ich das so timen. Das geht doch gar nicht. Oder doch? Oh. Mehr Glück als Verstand. Okay, muss ich hier unten noch was beachten? Nö, der reicht schon. Ha! Ich probiere es mit dem, weil der sowieso nicht eingesaugt werden möchte. Okay, es klappt anscheinend nicht. Ah, ich hätte ihn unten drunter platzieren können. Okay. Dann war es zwar eine kurze Runde, aber da mache ich hier nochmal eine ganz kleine Pause und sag bis gleich.